Leute, es war dramatischer, als es aussieht. Es hätte schief gehen können. Was euch heute erwartet. Oh nein, was mach ich jetzt? Oh. Hä? Mach ich das hier mit meinem schönen Penisschraubenzieher? Aber eigentlich wird nur ein Tisch aufgebaut. Hello Friends und willkommen zu einem neuen Wohnungsprojekt von Leo. Vielleicht habt ihr schon mein Lampenanbringen-Video gesehen. Wenn nicht, dann würde ich sagen, schaut da unbedingt mal vorbei, wenn ihr ein paar Tipps vom Profi wollt. Und heute, dachte ich mir, nehme ich euch einfach mit, wie ich meinen Esstisch aufbaue. Nachdem ich da jetzt schon mit dem Schlagbohrer an meiner Decke zugange war, sollte so ein kleiner Tisch für mich überhaupt gar kein Problem sein. Mein Esstisch ist nämlich gestern gekommen. Ja, ich bin die letzten 5 Monate ohne Esstisch ausgekommen. Ich habe auf dem Boden gegessen oder im Bett oder auf meiner Couch. Das war risky, weil die ist beige. Irgendwie, keine Ahnung, Leute. Ich kann euch jetzt auch nicht genau sagen, warum das so lange gedauert hat. Aber so ist das manchmal, glaube ich, wenn man umzieht. Ich hatte da so einen Tisch im Auge. Und den habe ich sehr lange visiert. Letztendlich konnte ich mich dann aber doch nicht dazu durchringen, ihn zu kaufen, weil er war relativ teuer und irgendwie habe ich es dann doch nicht so gefühlt. Und jetzt habe ich mich letztendlich nochmal für einen ganz anderen entschieden. Für was Schlichteres, was Klassischeres, würde man vielleicht sagen. Ja, und er ist jetzt endlich da. Jetzt fehlen mir nur noch Stühle. Aber gut, da kümmere ich mich dann auch bald drum. Eins nach dem anderen, Leute. Ich nehme euch wie letztes Mal auch mit. Ich bin der Meinung, das geht ganz schnell. Das ist wirklich überhaupt gar kein großes Problem. Ich habe hier gerade schon mein Werkzeug geholt. Ich bin nämlich gut ausgestattet mit Sachen, die ich selber habe und die ich von anderen Leuten mir geborgen habe und nie wieder gegeben habe. Ich habe hier einen Hammer. Vielleicht brauche ich ja einen. Ich habe eine Zange. You never know. Ich habe hier diese Dinger, wo ich gar nicht weiß, was das eigentlich genau ist oder wie die heißen. Dann habe ich hier so ein paar verschiedene Schraubenzieher. Don't ask. Der wurde mir irgendwann mal geschenkt. Es ist unangenehm. Lass uns bitte einmal so tun, als wäre es ein ganz normaler Schraubenzieher, ja? Ich habe eine Schere. Ich habe einen Bleistift, den ich mir hier vielleicht auch so hinter das Ohr mache, damit ich einfach ein bisschen, wie sagt man noch? Damit ich einfach ein bisschen kompetenter aussehe. Und ich habe ein Cuttermesser, weil wir müssen jetzt ja diese 2 fetten Pakete auch erstmal aufbekommen. Hier hinten liegt die Tischplatte. Wie will ich den eigentlich alleine aufstellen, habe ich mich gerade gefragt. Na, das kann ja wieder was werden. Egal, wir finden schon eine Lösung. Und hier ist auch noch ein relativ fettes Paket. Ja, lass uns auch einfach mal loslegen. Ich hoffe, das passt einigermaßen hier vom Licht. Ich habe jetzt nämlich keine Lampe aufgestellt, weil ich zu faul war. Und ich habe auch jetzt nicht noch ein externes Mikro noch dazu geholt. Also ich habe eins auf meiner Kamera. Aber der Raum ist recht groß. Deswegen lässt es sich leider nicht vermeiden. Das ist einfach halt. Aber es hat doch auch was Schönes, Leute. Sind wir doch mal ehrlich. Ich finde, es hat was. Ja, durchaus. Gut, ich würde sagen, wir legen direkt los. Oder ich lege direkt los. Step 1. Wer glaubt es? Wer hätte es gedacht? Pakete aufmachen. Ich zeige euch jetzt mal, wie das geht. Da könnt ihr euch mal ein Scheibchen von mir abschneiden, meine Lieben. So, wie mache ich das denn jetzt? Nun gut, wir tasten uns hier mal gemeinsam ran. So, Pakete sind ja auch grundsätzlich immer so zugeklebt. Und gut, ich nehme direkt mal, steige direkt von der Schere auf mein Cuttermesser um. Ist das überhaupt meins? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mir jemals eins gekauft habe. Naja, gut. So, der gleitet doch hier durch die Futter. Das Schöne war, der Tisch kam gestern mit einer... Wieso geht das jetzt hier nicht, verdammte Möhre? Wenn ihr verdammte Kacke sagen wollt oder verdammte Scheiße, aber ihr wollt nicht fluchen, dann könnt ihr einfach verdammte Möhre sagen. Das kam gestern mit einer Spedition. Ich sollte runterkommen. Dachte mir schon, warum soll ich jetzt runterkommen? Ja, turns out, die bringen den Tisch nicht hoch. Dafür hätte ich nochmal 45 Euro zahlen müssen. Da sage ich euch, bin ich doch gestern Morgen direkt gleich ins Schwitzen gekommen. Naja, Wort am Morgen vertreibt Kommandanten oder so. Oh, ich bin übrigens Linkshänderin, wie die Wachsamen von euch jetzt vielleicht schon bemerkt haben. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr rechts oder Linkshänder seid. Klasse. Ich bin so blöd manchmal. Wieso ziehe ich denn jetzt für sowas meine neue, beige, weiße Hose an? Ja, das weiß keiner. Ich auch nicht. Puh, egal. Aus Fehlern lernt man. La 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 la. So. Selbstverständlich-Lomatico sind jetzt hier noch. Weitere Layers an Pappe. Da freuen sich meine Nachbarn wieder, wenn ich hier mit meinem Umzugsgetue die komplette Papiertonne vollstopf. So, was ist denn das jetzt hier für eine Spanplatte oder was ist das? Ich würde sagen, die brauche ich nicht. Verstehe, ihr wisst jetzt nicht, wo die hin soll. Weg damit! Oh, oh fuck. Ich glaube, ich habe mit der Pappe meinen Bauch aufgeschleift. Euch das mal an. Sieht man das jetzt hier in der Kamera? Hier! Leute, es war dramatischer, als es aussieht. Es hätte schief gehen können. Nee, schaut mir nicht so auf den Hintern, sag mal. Da nicht. Oh, ist Freunde.
Tischplatte. Schön. Weg, weg, weg. Mein zukünftiges Ich ärgert sich später wieder richtig doll über mich, dass ich das jetzt alles so nach hinten werfe, anstatt einfach direkt von Anfang an Ordnung zu halten. Ich lerne nicht aus meinen Fehlern. Hatte ich nicht gerade noch gesagt, aus Fehlern lernt man? Egal. Oh, das ist ein schönes Holz, Freunde. Oh, das riecht auch noch so richtig holzig. Oh, ich liebe solche Gerüche, ne? Frisches Holz, neues Buch, Tiefgarage, Keller, Benzin. Das sind so Gerüche, da geht mir richtig einer ab. Wie ist es bei euch? Erzählt mir doch mal einen Schwung. Oh, nee. Mir graut hier gerade schon wieder was, um ganz ehrlich zu sein. Hier sind nämlich noch gar nicht so viele Löcher drin in dieser Platte. So wie ich mir das jetzt vorgestellt hätte für die Beine. Das heißt, da muss ich wahrscheinlich selbst doch dann noch mehr Arbeit anlegen, als ich dachte. Ich dachte, ich drehe doch da einfach ein. Nun gut. Schauen wir mal, was wird. Mein liebster Spruch. Erstmal umdrehen, der Kudeling. Oh nein, was mache ich jetzt? Oh, ich habe hier irgendwie... Scheiße, nee, das geht so nicht. So, toll. Das ist doch schon mal super. Ich bin jetzt schon außer Atem. Was ist das hier? Okay. Weiter geht's. Oh, ah, mit dem zweiten Package. Auch das mache ich jetzt einmal schnell auf. Vier Beine, bin ich ja so. Also das ist sozusagen das eine Bein, nur eins, zwei sozusagen. Und das ist das zweite. Habe ich einfach wieder vergessen, seit ich es bestellt habe, wie der eigentlich auch aussieht. Aber gefällt mir gut. Vier Beine, also schon vier Beine, aber halt mit so einer Verbindung dazwischen. Da drin liegt noch ein kleines Geschenk. Aber irgendwie keine Anleitung. Ich hoffe, nee, hier drin ist sie auch nicht. Gut, ich soll das also von alleine wissen. Gut, alles, was hier drin sind, sind uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sorry, Leute, ich war gerade im Spanienurlaub und das Spanisch, das fließt ja einfach gerade so aus mir raus. Eins, zwei, drei, vier. Soll ich die da jetzt mit der Hand reinbohren oder wie haben die sich das vorgestellt? Vielleicht muss ich auch meinen kleinen Freund den Akkuschrauber dazu holen. Ich hoffe, der ist aufgeladen. Ich bin as always prima vorbereitet. Gut, Leute, jetzt geht's hier auch schon ans Eingemachte. Ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was zu Tischen, ja? Normalerweise haben Tische vier Beine. Meiner hingegen ist ein spezieller Tisch, ein sehr besonderer Tisch. Der hat zwei Quadrate. Das macht das Ganze sozusagen ein bisschen stylischer, könnte man sagen. Aber das ist auch immer Geschmackssache. Ich schätze mal, warum ist jetzt hier noch so ein Ding? Sowas verwirrt mich immer. Sollen wir das was sagen? Ist das eine geheime Botschaft? Wissen die Handwerker das unter sich? Es ist jetzt hier auch keine Raketenwissenschaft. Ich würde mal sagen, das kommt hier hin. Und hier sind schon Löcher vorgebohrt. Ich würde sagen, ich kann das mit der Hand machen. Ich habe mal irgendwas gehört, dass man mit dem Akkuschrauber nicht in Holz reinbohren darf, weil das dann splittert. Stimmt das? Naja, ich fange, glaube ich, aber einfach hier hinten an. Gut, dann machen die 12 Schrauben ja doch Sinn. Ich dachte irgendwie, es kam mir so viel vor. Dann kommen jetzt einfach 6 davon nach hinten rein da. 6 davon kommen da vorne rein. Also an sich ist es wirklich einfach, selbst für die nicht so Begabten unter uns, zu denen ich mich durchaus nach wie vor zähle. Aber das werde ich ja wohl noch hinbekommen. Das werde ich ja wohl noch hinbekommen, halt mal. Mache ich das hier mit meinem schönen Penisschraubenzieher? Oder mache ich das mit dem Akkuschrauber? Ich hole erstmal den Akkuschrauber und gucke, ob der überhaupt aufgeladen ist, weil dann kann sich das nämlich sowieso schon erledigen. Nee, er ist nicht aufgeladen. So, Leute, selbstverständlich ist der Akkuschrauber nicht aufgeladen. So wie sich das für eine gut vorbereitete Heimhandwerkerin gehört. Ich lasse das jetzt kurz laden in der Hoffnung, dass in 5 Minuten das einfach schon reicht, um hier diese Schrauben reinzudrehen. Und in der Zwischenzeit dachte ich mir, google ich ja mal kurz, ob man da in Holz reinbohren darf. Oder nee, wisst ihr was? Mein Papa, den habt ihr ja schon im letzten Video kennengelernt, den rufe ich jetzt einfach mal an. Bilde ich mir das ein oder ist dieses Geräusch gerade von der Auflademaschine von dem Akkuschrauber? Das ist jetzt wohl ein Scherz. Habt ihr es gehört? Das hat gerade ein Lied gespielt. Das hat dieses... Was ist das denn für ein komisches Teil, bitte, dass das Lieder spielt beim Aufladen? Das finde ich ja äußerst gruselig. Nun gut. Weiter geht's hier. Papa? Ja? Na, ich habe eine kurze Frage, ja? Kann man mit einem Akkuschrauber in Holz reinbohren? Ja, wenn die Löcher schon drin sind und du nur das Ende machst, in Anführungsstrichen, dann ist das... Nicht, dass mir hier mein schöner Tisch jetzt gleich auseinander fällt. Nee, nee, aber da hast du recht. Also wenn man das dann zu kräftig da durchjubelt, dann war ja mit dem Hammer auf den Daumen, ne? Nee, ich versuch's. Bis dann. Papa, ich liebe dir. Ja, die auch. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.
Tschüss. Alles Klärchen. Und meiner Meinung nach ist das Ganze jetzt abgesegnet. Da verlasse ich mich jetzt einfach drauf. Und sollte das nicht stimmen, dann gibt's Ärger. Ich checke gerade kurz meine Instagram-DMs, während meine Bohrmaschine da hinten lädt. Mir hat gerade jemand geschrieben, weil ich habe ja kürzere Haare. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Und da habe ich kurz gepostet, dass ich jetzt anfange, die zu mögen. Falls ihr mir nicht bei Instagram folgt und Premium-Content aus meinem Alltag sehen wollt, dann kann ich euch das empfehlen. Da heiße ich auch einfach Just Leo. Da könnt ihr mir außerdem auch DMs schicken. Manchmal antworte ich. Freue mich, wenn ihr auch da vorbeischaut. Und da hat gerade jemand geschrieben, länger sah auch toll aus, weil deine Naturlocken so unfassbar schön sind. Thank you. Aber die kürzeren Haare stehen dir auch mega und sie unterstreichen deine freche Art. Ja, Leute, ich bin eine freche Biene. Und ich würde sagen, jetzt gucke ich mal, ob wir hier weitermachen können. Weil mich kribbelt es in den Fingern. Ich will das jetzt hier fertig kriegen. So, Akku wieder rein. Okay, der Fehler ist, glaube ich, irgendwo anders, weil, also die müsste ja jetzt zumindest ein bisschen geladen haben. Ich kann die auch gar nicht richtig durchdrücken. Oh mein Gott, die war gesichert. Ich bin so ein Volltrottel. Das hat keiner gesehen jetzt, okay? Das bleibt unter uns. Mann, die war einfach nur gesichert. Die war wahrscheinlich die ganze Zeit geladen. Alles klar, gut. Dann versuche ich jetzt mal, die erste Schraube da reinzumachen. Woher weiß ich denn jetzt aber ganz genau, sozusagen, dass ich mit den Löchern auch wirklich übereinander bin? Das wäre jetzt an der Stelle vielleicht noch wichtig zu wissen, oder nicht? Jetzt kommt mein Bleistift zum Einsatz. Freunde, ich wusste, dass ich ihn brauche. So ein Bleistift ist immer eine gute Sache. Profis wie ich wissen das. Gehe ich da so raus? Zeige ich das hier fest? Es ist gar nicht so einfach, hier gerade zu bleiben. Okay, ich glaube, jetzt ist der Punkt, wo ich in der Tischplatte bin und nicht mehr hier in den Beinen. Jetzt wird's ernst. Konzentration, Leute. Lenkt mich jetzt nicht ab. Oh. Scheiße. Oh. Ah. Das klingt nicht gut, aber ich mache einfach weiter. Oh, Scheiße. Soll das so klingen? Okay, sie ist drin. Weiter geht's. Ohne Probleme, Freunde. Ich glaube, ich habe aber eine sehr gute Verbindung zu diesem Holz hier. Solange man sich da suche rantastet und nicht direkt drauf hämmert, ist es eigentlich überhaupt gar kein Problem. Ich freue mich. Gewalt ist keine Lösung. Weiter geht's mit der nächsten. Raube Nummer 3. Die ist drin. Die ist aber richtig drin und die bekomme ich auch nie wieder raus. Ich habe jetzt auch an der Stelle einfach ignoriert, dass das schräg war und habe es weiter reingedreht. Ja, merkt ihr selbst, wie ich hier gerade Fahrt aufnehme, ne? Ich habe jetzt langsam einfach ein Selbstbewusstsein für diese Dinge, wisst ihr? Nachdem ich da die Lampe angebracht habe, das ist alles überhaupt gar kein Problem mehr für mich. Ich habe auch noch eine fette Kommode, die gekommen ist. Die werde ich auch noch aufbauen. Null Problemo! Und damit ist das erste doch hier auch schon dran. Super! So, und dann geht's doch hier auch schon zum zweiten Bein. Das war jetzt echt easy, muss ich ja sagen. Ich sehe hier gerade keine großen Komplikationen mehr auf mich zukommen, sage ich euch, wie es ist. Jetzt kommt wieder mein Bleistift zum Einsatz. Er hat nur drauf gewartet. Wenn ihr euch jetzt fragt, was markiert die jetzt hier? In meinem Kopf hat das ja alles gerade Logik, okay? Hä? Achso. Jetzt ist hier wieder die Sperrung drin. Ich weiß es ja mittlerweile. Mensch. Kinder. Hupsala. Hoppala. Hä, warum macht ihr denn jetzt so Faxen? Okay, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber hier tut sich gerade genau gar nichts. Warum nicht, ist die Frage. Ich habe absolut überhaupt gar keinen Lösungsvorschlag. Wie kann ich denn hier die Richtung ändern? Warte mal, läuft hier gerade alles aus dem Ruder. What is the problem, huh? Scheiße, ich glaube, ich habe die Richtung verstellt. Ich probiere es mal mit dem anderen Loch. Vielleicht geht's da besser. Oh Mann, wieso geht denn das jetzt nicht? Es hat auf der anderen Seite so gut geklappt. Ich muss jetzt echt nochmal googeln. Wie rum dreht man eine Schraube rein? Also, das dreht sich ganz klar nach links. Man dreht sie nach links raus. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Und wie kann ich das jetzt ändern? Ja, jetzt läuft's wieder, Leute. Ich hab's raus, dann war das hier doch nicht die Sperre, sondern der Richtungsweiser. Aber ich verstehe nicht, warum ich das vorhin nicht durchdrücke. Also ich konnte das vorhin nicht durchdrücken. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass das eine Sperre ist. Aber das hier ist der Richtungsweiser. Dieser Pinöbel hier, Leute. Wieder was gelernt. Ja. Hätte ich vielleicht auch von selbst drauf kommen können. Das erklärt jetzt aber, warum die Schrauben nicht reingingen. Jetzt geht's nämlich wieder ohne Probleme, Freunde. Leute, ich bin jetzt an dieser Stelle doch sehr froh, dass ich diesen Akkuschrauber benutze, weil ohne wäre das ja nur absolut nervig gewesen.
Und wir sind ja auf dem Endspurt, Freunde. Die letzte Schraube ist es schon. Also, das ging ja wohl so was von ohne Probleme. Ups, da bin ich glatt nochmal abgerutscht auf dem letzten Meter. Yay, I got it, I got it. Alles klar, Freunde, das war's. Gut, dass ich ungefähr nichts von meinem Werkzeug gebraucht habe und nur das benötigt habe, was ich am Anfang noch nicht hier hatte. Aber egal. So, die Beine sind dran. Ich würde auch sagen, fühlt sich stabil an. Ach nein, das passt schon, Leute. Ich lege mich da ja auch nicht drauf, wenn der erstmal steht. Jetzt muss ich das gute Ding nur noch aufstellen. Das wird jetzt vielleicht noch mal kurz ein bisschen tricky. Aber auch das ist für mich überhaupt kein Problem. Nummer uno. So. Nee, mal. Oh, scheiße. Okay, jetzt rückbleiben, Leonie. Rückbleiben. Ablegen nochmal. Ich sollte vielleicht den Geschirrwagen da wegrollen. Und jetzt kippen wir das. Okay. Und. Ha! Er steht! Er steht, Leute. Wahnsinn, Freunde. Oder was sagt ihr? Gut, Hater würden jetzt sagen, er wackelt ein bisschen. Aber sonst muss ich da vielleicht nochmal die eine oder andere Schraube nachziehen. Okay, der wackelt. Doch, der wackelt. Ich bin auf jeden Fall sehr happy. Das hat doch echt gut geklappt, muss man jetzt wirklich mal sagen, oder? Also große Schwierigkeiten gab es diesmal nicht. Und ich war auch viel selbstbewusster als letztes Mal. Ich muss sagen, der Tisch gefällt mir auch richtig gut. Ich finde den richtig schön. Ich bin jetzt doch froh, dass ich mich nicht für einen runden, sondern für einen rechteckigen entschieden habe. Ich schau mal, dass ich euch hier irgendwie noch mal einblende, dass ihr das auch besser sehen könnt, wie der aussieht. So Leute, habe ich euch nicht eben gerade noch gesagt, dass ich mich hier nicht drauflegen werde? Jetzt habe ich es doch getan. Es hat mir Spaß gemacht, muss ich sagen, auch wenn es jetzt wirklich nicht so wild war, selbst für mich. Genau, das ist auch ungefähr der Platz, wo der Tisch stehen wird. Also jetzt quasi ein bisschen mehr nach da, aber dann könnte ich das Ganze nicht mehr aufnehmen. Also da ist meine Essecke und ja, jetzt fehlen mir nur noch Stühle. Die kommen dann vielleicht nach den nächsten 5 Monaten irgendwann an. Denn als ich mir die Preise für Stühle angeschaut habe, da bin ich auch schon wieder hinübergefallen. Ich muss einfach ein bisschen Geduld mitbringen bei diesem ganzen Wohnungsprozess. Und Alter, so viele Haare wie heute habe ich ja wirklich noch nie verloren. Genau, ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon mal, dass der Tisch da ist. Und ab jetzt kann es hier nur noch bergauf gehen, Freunde. Jetzt kann ich hier endlich wirklich mich mal hinsetzen. Ach nee, ich habe ja keine Stühle. Nein, ich kann dann erstmal meinen Schreibtischstuhl nehmen. Jetzt kann ich mich hier hinsetzen zum Essen, zum Lesen, zum Journalen. Das hat mir auf jeden Fall jetzt doch dann irgendwann gefehlt. Und ich freue mich sehr und ich hoffe, dass euch dieses Video wie immer ein bisschen unterhalten habt. Schreibt mir gerne eure Meinung, euer Feedback, eure Anregungen in die Kommentare. Ich lese mir as always fast alles durch und freue mich immer sehr, mit euch in den Austausch zu treten. Und jetzt würde ich sagen, ich enjoy meinen neuen Tisch und ihr enjoyt euren Tag oder euren Abend oder was auch immer. Fühlt euch gedrückt und ich freue mich, wenn ihr diesem Kanal ein Abo da lasst. Das unterstützt mich und außerdem freue ich mich noch viel mehr, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Dicken Schmatzer, ihr Süßen. Komm her, komm, na komm.